Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurem QNAP bzw. auf eurem QNAP OpenVPN einrichten könnt. Zunächst gehen wir ganz normal auf unseren Browser, öffnen uns dann die Webseite bzw. die IP-Adresse des NAS, melden uns an. So, wir sind nun angemeldet. Früher, vor Version 4.3, war es so, dass die VPN-Einstellungen unter Systemsteuerung sind, beziehungsweise waren. Aber um jetzt die VPN-Einstellung einzurichten, müssen wir hier oben auf Hauptmenü Schaltfläche und auf QVPN Service. Nun sehen wir die verschiedenen Möglichkeiten, VPNs zu verbinden. In meinem Fall habe ich OpenVPN eingerichtet, da IPsec und PPTP bereits von der Fritzbox verwendet werden, da ich ein Standort-VPN zu einer anderen Fritzbox eingerichtet habe. Wir gehen dann in dem Fall auf OpenVPN und hier haben wir die verschiedenen Einstellungen. Ich habe in dem Fall die Standardeinstellung drinne gelassen, habe halt den Haken OpenVPN aktivieren eingetragen. Und dann haben wir hier den Serverport UDP 1104. Der muss dann auf der Fritzbox freigegeben werden, wie eine Freigabe, wie die Portfreigabe eingerichtet werden kann, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Das seht ihr oben rechts. So, nachdem das eingestellt ist, muss natürlich auch noch dieses Zertifikat bzw. dieses VPN-File runtergeladen werden. Dem Fall fragt er jetzt nach dem Speicherort. Wir klicken auf Datei speichern. Nun landet es im Downloads-Ordner. Wir haben jetzt hier die Gandalf 1 OpenVPN. Als nächstes benötigen wir ein VPN-Programm. Für macOS ist es das Programm Tunnelblick. In meinem Fall habe ich die Konfigurationsdatei schon eingelesen, aber wenn man die nachträglich noch einbinden möchte, geht man hier auf Plus bzw. zieht die Config-Datei einfach hier rein. Nachdem sie hinterlegt ist, ist sie hier hinterlegt und dann kann man hier oben auf das Symbol gehen und auf Verbinden klicken. In dem Fall würde man dann das Benutzername-Kennwort eingeben, was dazu berechtigt ist. Problem in dem Fall aktuell ist, man muss extern sein, sonst kann man natürlich das VPN nicht aufbauen. Wären wir dann verbunden, könnten wir dann hier überprüfen, wie viele Clients aktuell verbunden sind. So, das war's in dem Fall schon. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!